Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben heute für uns Montag, den 12. Dezember und es gibt einen neuen Vlog von uns. Wir haben jetzt schon relativ spät, wir haben fast bis 1 Uhr geschlafen. Das lag daran, dass wir bis heute Morgen um keine Ahnung wie viel Uhr das Video für gestern geschnitten haben. Und waren auch noch relativ lange wach machen und Tobi waren lange noch hier. Wir hatten die ja sehr lange nicht mehr gesehen und... Wer mein Video von gestern geguckt hat, was ihr definitiv tun solltet, weiß auch, was es heute gibt. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke es euch natürlich in der Infobox und am Ende guckt euch das unbedingt an. Denn der kleine liebe Julian da, der sich auf dem Boden gerade die Schuhe zubindet, der hat eine ganz schön doofe Wette verloren. Was machen wir jetzt, Juli? Übrigens noch einen Schal in deinem Schrank gefunden, ganz oben drin, der wäre es wahrscheinlich gewesen. Ja, wir gehen jetzt shoppen und zwar darf die Bianca sich so viel nehmen, wie ich tragen kann, ja? Mhm. Oh, da freut der Juli sich schon drauf. Auf jeden Fall gibt es natürlich was in diesem... Ich will was... Okay. Toll, jetzt hast du schon auf die Kamera gezeigt. Ja, ich wollte die Kamera verlosen. Also, es gibt in diesem Video für meine Abonnenten eine EOS 700D Spiegelreflexkamera zu gewinnen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würdet ihr das ja gerne hier oben mit Anklick machen oder über den Link in der Infobox, würde mich sehr freuen und abonnieren und kommentieren. Du laberst mal viel zu viel. Ja, kommentieren, dann nehmt ihr teil mit jedem Kommentar, das ihr schreibt. Und jetzt geht es los. Wow! Peace. Aua! Juli, was machst du? Mach doch die Kamera an, setz dich da hin. Ja, ich dachte, du wolltest was sagen. Ich will gar nichts sagen, ich fahre und also ich habe mich mittlerweile mit Vergnügen. Ich habe mich mittlerweile mit abgefunden. Ach, tatsächlich? Sollen wir gleich noch sehen? Nein, ich bin nicht so gemein. Fahr doch einfach mal auf deiner Spur. Was hältst du davon? Ich habe gestern so viel Sport gemacht. Ja, und so. Und voll. Ich denke mir, halt, zwei Tüten kann ich heute wirklich nicht tragen. Also, okay. Vielleicht kann ich auch nur eine tragen. Also wenn ich mir überlege, boah, ich kriege das Handy kaum gehoben. Ey. Also, oh, allein das Eigengewicht meines Arms ist so schwer. Ich glaube, das wird noch nicht mal das Stressige für dich. Ich glaube, das, was dich wirklich nerven wird, ist... dass ich 7 Milliarden Stunden in irgendwelchen Umkleiden abhängen werde. Boah, die ganzen Umkleiden. Und dann, Julian, sieht das gut aus? Nee. Who do you, think of? Who do you, think of? Wir haben voll die geilen neuen Musical.ly's, war wirklich coole. Boah, haben wir wirklich, wir haben echt coole Musical.ly's. Ich glaube 7 oder 8 neue. Zieht euch hier mal rein. Musical.ly heißen wir J-U-L-I-A-N-C-A. Zusammen, 3, 2, 1, Julianka! Sprecht zu meinem Handy. Hallo, ich bin das Handy. So, wir sind in der Stadt angekommen und wir laufen aufs erste Geschäft hin. Noch muss ich nichts tragen. Ja, noch. Guck mal, wenn ich so vlogge, dann sieht man nie dein Gesicht. Dein Kopf ist immer komplett abgeschnitten. Aha. Und deswegen frage ich dich auch immer, ob du die Kamera hältst. Erzähl's auch deinem Vater. Boah, den Spruch hast du aber auch echt gegessen, ne? Wir haben den ersten Laden gefunden. Ja klar. Es sind 10 Minuten in der Stadt. 10 Minuten. Ach ja, es macht schon Spaß. Boah, ich glaube, ich hätte auch gerne ein bisschen ein paar Schuhe oder so. Ein bisschen Schuhe? Also ein paar. Was bist du, die? Ein Kilogramm oder? Nein! Ich hätte gerne 5 Kilogramm Schuhe. Da vorne ist ein schöner Schuhladen. Okay, also ich muss sagen, ich habe so krass reingehauen bis jetzt. Vor allem, ich habe auch richtig Glück, weil manchmal geht man ja auch irgendwie shoppen und denkt sich so, boah, ich brauche voll viel. Und man kommt einfach mit leeren Händen nach Hause, weil man einfach nichts gefunden hat. Naja, und jetzt habe ich einfach voll viel gefunden. Ich möchte gerne hier rein. Wann endet dieser Scheißtag endlich? Mal gucken, da sind noch ein paar Geschäfte, an denen wir vorbeikommen. Nein! Nein! So fängt's schon an! Okay, das ist ihm jetzt peinlich. Die Tür ist auf meinen Daumen gefahren. Oh nein, alles okay! Oh nein, zeig mal bitte! Ja, mir geht's super. Schuhe, Julian! Wir haben schon Schuhe. Ja, aber man kann nie genug Schuhe haben. Thank you.
Und Julian? Fuck my life. Ah, das ist so entspannt. Ich muss einfach nur meine Handtasche tragen und die ist heute sogar extra leicht. Ich mach wirklich gleich schlapp, ich kann nicht mehr. Ja, wir haben ja gesagt, so lange wie du tragen kannst. So, wir hatten uns gerade noch mit Julians Papa zum Essen getroffen. Da habe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht mitgefilmt. Und Julian ist gerade dabei, die ganzen Tüten rauszupacken, du. Ich glaube, da fehlen noch ein paar, Juli. Ja, ich glaube, da fehlt echt noch ein paar. Ach du Scheiße, der ganze Kofferraum ist ja noch voll. Scheiße, das ist so krank. Ich hab dir auch gerade alle sehr ungünstig gegriffen, muss ich sagen. Soll ich das mal aus dem Mund wenigstens abnehmen? Nein! Wenn Julian nicht ein ehrlicher Kerl ist, dass er seine Wettschulden von A bis Z einlöst, dann weiß ich auch nicht. Dieser Moment, wenn du so viel shoppst, dass du nicht mehr durch die Tür kommst. Hallo? Der erlösende Moment. Mädchen, du hast eine Krankheit. Gib mir mal einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, dass ich auch mal so einen Tag kriege. Oh. Ganz am Ende kam ein Typ zu mir und meinte, Junge, das nennt sich Niederlage. Warum ist mein Gürtel auf? Ach ja, weil du mir da eben eine Tüte dran gehangen hast, weil ich keinen Platz mehr hatte. Natürlich sind wir eh ein Team und sparen mehr oder weniger zusammen, aber das war jetzt halt mein Taschengeld. Oh. Ich hab voll die Kopfschmerzen. Du kriegst eine Massage gleich von mir. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir das so krass durchziehen. Aber der Juli war auch noch voll süß und motiviert beim Shoppen. Der hat immer gesagt, guck mal, das ist doch schön, probier das mal an. Bianca, du hast eine Shoppingkrankheit. Ich will nicht, dass die Leute denken, ich wäre irgendwie krank in meinem Kopf oder so. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben sowas hier gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tüten. Wenn ihr wollt, dass ich euch das alles mal im Schnelldurchlauf zeige, was ich mir so gegönnt habe heute im nächsten Vlog morgen, dann zeigt mir das mal mit einem Daumen nach oben. Da bin ich aber... Friss mein Schal! Ich wollte mich nur verabschieden, ich bin kurz auf Toilette. Jetzt erstmal ausruhen. Der ist schon wieder am Singen. Der Julian hat sich gerade eine Kaki gemacht. Und ich habe einfach so überzeugt erzählt, hey Julian, wusstest du eigentlich, dass das zu den Gewächsen der Melonen gehört? Und der Julian so, ach echt? Woher weißt du das? Ich so, das hat der Mann im Supermarkt uns doch erzählt. Und er hat es einfach geglaubt. Das war das Ausgedachteste, was ich jemals erzählt habe. Wir haben uns voll das geile Brot geholt. Mm. So ein Nussbrot, Walnussbrot. Walnussbrot schmeckt so geil. Wir haben jetzt wie hat gestern schon wieder, wie lange hast du geschnitten? Vor eins haben wir jetzt schon. Bis fünf oder so hast du geschnitten. Okay, wir haben bis 1 Uhr gepennt. Ja. Was geht bei dir, Brudi? Bruder, ich lieg jetzt so ein bisschen im Bett, Chili Milli, die Stars. Ananas. Ach, wir können nicht schlafen. Wir haben 4 Uhr und wir sind ja, wie sollen wir auch schlafen, wenn wir das Video gleich noch schneiden müssen? Wir haben ein neues Wort gefunden. Das heißt Eckspeichel. Oh Mann, Julian, was erzählst du denn? Eckspeichel. Man hat manchmal so einen Spucktropfen hängen. Das ist der Eckspeichel. Boah, so typische Gespräche, wenn man nicht schlafen kann. Boah, Leute, wir haben gerade ein Video geguckt. Und unser erstes Follow Me Around von dem Urlaub. Da waren wir in Portugal. Alter Falter, dieses Video. Es gibt einfach so viele Szenen. Ich weiß überhaupt nicht, warum der Jula mit in diesem Video ist. Das ist sowas von unnötig. Ey, ich verlinke euch das jetzt mal hier. Ihr müsst euch das unbedingt angucken. Da sind so kranke Szenen bei.
Alter, sie redet einfach so 10 Minuten lang und ich gucke einfach die ganze Zeit nur so wie so ein Vollidiot hin und her. Eigentlich im ganzen Video. Ich weiß überhaupt nicht, warum der Julian in jeder Szene dabei ist. Der redet kein Wort in diesem Video. Ah, ich sehe so wunderschön aus. Also guckt euch das Video jetzt auf jeden Fall an. Wie gesagt, wir haben 4 Uhr. Ich muss jetzt das Video schneiden und irgendwann in meinem Leben auch nochmal schlafen. Auf der anderen Seite verlinke ich euch mein Video von gestern. Und das von vorgestern möchte ich auch noch verlinken. Ja, alle Dezember-Videos findet ihr in der Informationsbox. Hier ist das. Ich möchte jetzt hier 3 Videos verlinken. Nein! Da setze ich mich aber höchstpersönlich für ein. Okay. Portugal-Video und die letzten beiden. Ja, Vlogs. Dann sind die letzten beiden Vlogs hier und das Portugal-Video hier. Und denkt dran, morgen um 14 Uhr kommt schon mein neues Video. I wanna say bye bye. Tschüss. Yeah, yeah. Morgen 14 Uhr, 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 morgen 14 Uhr. Okay, reicht, reicht. Ah, reicht jetzt.